Nachdem wir im letzten Part nur einen Punkt geholt haben, will ich jetzt natürlich gucken, dass ich für uns jetzt drei hole. Gegen diese Mannschaft ist ja natürlich auch wieder mit unserer Mischungsmannschaft da. Ja, es könnte interessant werden. Subotic nicht der allerschnellste Innenverteidiger, weiß nicht. Wir haben ja leider aber auch nicht die schnellsten. Ja, das unterbinden wir jetzt direkt mal, dass da De Bruyne versucht durchzulaufen. Da ist jetzt gleich mal Alvaro Negredo, der holt jetzt gleich mal die Ecke raus. Wäre mal toll, wenn er vielleicht auch. Oh Mann, ich vergesse es echt immer wieder umzustellen. Aber egal. Da, wieso Isco? Wieso, was macht Isco da? Da ist Villa! Oh Mann, schade, vorbei. Natürlich wieder aus der Drehung. FIFA und aus der Drehung, das geht einfach nicht. Da ist Ramos. Oh Mann, wieso auch immer. Hä? Hä? Wieso auch immer ich da nicht an Ball gekommen bin? Ja, das war natürlich völliger Quatsch. Oh Mann, da rennen sie wieder zu weit. Da ist Felipe Santana. Guter Ball auf Kevin Großkreuz, der damit nach vorne rennt. Ah, oh, schade, der flache Pass kommt nicht an. Hätte ja klappen können. Jetzt der schnelle De Bruyne auf Adrian Ramos. Ramos. Ah, das gibt es echt nicht. Wie einfach der da durchkommt. Ball auf Villa, David Villa. Ah, das ist Quatsch. Wieso läuft Negredo da so weit nach vorne? Da ist jetzt Negredo und er trifft nicht. Das gibt es doch nicht. Steht da ganz frei kein Verteidiger mehr in der Schussbahn. Nichts. Ah, das gibt's nicht. Ziemlich ausgeglichen. Es geht ziemlich hin und her. Oh nein. Oh, diesmal hat Reina ihn. Schuss von De Bruyne. Was ist das? Aber okay. Negredo, was ist. Oh Mann, was ist denn das für Pässe? Ja, genau. Will jetzt Traumtore schießen. Kann er sich ja leisten. Oh Mann, ey. War so ein schöner Abwurf, aber wir machen nichts draus. Jawohl, komm. Bia. De Bruyne. Das ist so ein Hin und Her. Oh Mann. Köpfer Antunes. Gefährlich, wie wir das hier runterspielen. Viel Platz für Konter. Jetzt aber. Was ist das? Via immer noch am Ball. Ja, jetzt verliert er ihn aber. Los. Ja, entscheidet euch mal, wer da rangeht. Wenn der Torwart da mitläuft, dann sollte der vielleicht dann auch daran. Oder sollte gleich wegbleiben, wie auch immer. Son. Auf Ramos. Oh Mann, es gibt die Ecke. Wir verlieren natürlich das Kopfballduell hier. Oh Mann, da wird mein Spieler einfach umgerannt, der da hätte an den Ball kommen können. Was machen die da eigentlich, ey? Luis Gustavo trifft.
Unglaublich. Felipe Santana rennt gefühlt gegen Luis Gustavo und denkt sich, oh, bloß wegbleiben. Ey, das gibt's nicht. Gibt es die Ecke? Ja. Aber jetzt müssen wir vielleicht auch mal wieder ein Eckballtor schießen. Ja, da ist natürlich Adler da. Was macht Negredo da? Er läuft in eine ganz andere Richtung, wie ich drück. Oh Mann, Błażejkowski. Oh, er bleibt einfach stehen, anstatt einfach mal in eine andere Richtung zu laufen. Jetzt Ball auf David Villa. Geht da vielleicht jemand mal zum Ball? Nein, natürlich nicht. Hey, was ist da los? Und es gibt für uns Einwurf. Irgendwie macht er richtig große Fehler, aber ich nutze ihn nicht aus. Hallo? Ich drücke ja eigentlich RS, aber funktioniert irgendwie nicht. Egal, da ist Isco, aber wieso muss immer Isco da sein, wenn ich reinflank? Auch bei Ecken. Der rennt auf einmal immer weg. Mann, wieso kommt da so schlechter Pass? 1-0 zur Halbzeit. Auch noch verdient, kommen irgendwie nicht zurecht, aber die Verteidigung macht da einfach gerade nicht das, was ich drück. Oh Mann, ey. Adrian Ramos. Die sind einfach viel zu schnell. Da kann ich nichts machen. Hier, ich habe 3 Meter gefühlt Vorsprung und trotzdem macht nichts, kommt locker durch. Dann muss ich es halt auch mal so machen. Aber bei mir funktioniert es natürlich nicht. Die treffen einfach das Scheißtor nicht. Vorher schon Negredo ganz allein vorm Tor und jetzt juckt einfach niemand. Genau. Siehst du, und jetzt sagt sich Błażejkowski wieder, ah nö, lassen wir mal. Genau, was ist das für eine Scheiße? Das ist doch lächerlich, ey. Ich komme ganz allein vors Tor und hier hab ich den Ball und pff, nö, machen wir nicht. Oh Mann, ey. Really? Ich drück voll drauf, dass er direkt zu Rodriguez spielt, aber nein, macht er nicht. Toller Pass, unglaublich. Ich drück nach unten. Hallo. Wie wär's? Die treffen noch einen Ball nicht mehr. Das ist echt lustig gerade für mich.
Und dann legt es sich ein Ball vor und zwei stehen direkt auf einem Punkt wieder. Ich stehe wieder vor dem Ball, habe ihn aber trotzdem nicht. Oh, danke FIFA, danke Isco. Oh, ich fahr schon wieder direkt am Ball. Aber er macht's einfach nicht. Genau. Ey, unglaublich. Das ist gerade echt frustrierend. Es klappt einfach nichts. Die ducken sich vor allem noch weg. Schön. Toll, dass ich... Ja, geht bloß nicht an den Ball. Hey, das ist unglaublich. Das ist echt lustig. Hammer. Hammer FIFA-Spiel. Ich hätte mindestens zwei Tore verdient gehabt, was einfach 200%ige waren, die einfach nicht reingegangen sind. Einmal von Negredo, einmal von Villa. Ich hab direkt auf Passen gedrückt. Mach doch endlich mal das, was ich drücke. Es nervt. Ja, klasse. Ohne Spaß, kein Bock mehr. Kann das Spiel endlich vorbei sein? Bei ihm klappt alles, bei mir klappt nichts. Jetzt Ball auf Błażejkowski. Da stehen zwei, da kann er einfach nichts dafür, da muss er einfach nichts mehr machen. Klasse. Klasse, Weltklasse. Gemacht von Kevin Großkreuz, der einfach nichts macht, gefühlt. Ja, da werde ich umgenietet. Ball ist schon lang weg, juckt niemand. Rückpass, egal. Ja, vielleicht noch dran. Wenn das funktioniert hätte, dann hätte ich aber auch gesagt, ciao, gell. Das kann ja wohl nicht sein. Da läuft auch niemand. Stehen alle nur dumm rum. Wohin kam der Pass? Ich habe da keinen Spieler so richtig in der Nähe gesehen, aber war halt einfach mal ein Pass. Wieso läuft er da nicht durch? Oh, er trifft das nicht mal aufs Tor von 3 Metern Entfernung. Genau. Ich mach kein Tor. Wirklich? Wirklich? Ah, oh, das ist doch lächerlich, ey. Ich hätte schon 3 Tore machen können, die hätten mir gereicht. Dann wäre ich nicht so aggro gewesen, aber pff, 0:4 verlieren wir mal. Okay, unsere höchste Niederlage. Ever gefühlt. Unglaublich, ey.
wie viele 100%ige wir hatten. Und einfach keine drin war. Ja. Bleiben wir immer noch sieglos. In dieser Division. Nur drei Schüsse aufs Tor und das waren die 100%igen, aber keiner drin. Naja, ja, hat uns schon ziemlich auseinandergenommen, muss man leider schon so sagen. 0:1:1 nach der Hammerstatistik in der letzten Division. Jetzt ziemlich auf dem absteigenden Ast, aber wir gucken, dass wir uns wieder fangen. Bis dann.